Mit 18 Jahren habe ich dann angefangen, Kokain auszuprobieren, und das war mein Highlight gewesen, was ich als mein persönliches Favorit gesehen habe, und habe das dann auch fast jeden Tag genommen, so gut es ging, so wie Geld da war oder Kollegen da waren, die was dabei hatten. Na, ja, und irgendwann haben wir mal ein bisschen Heroin ausprobiert, haben uns das geschnupft, haben das geraucht und war hart. Deswegen habe ich auch dann irgendwann die Finger davon gelassen. War aber eine Erfahrung, muss ich sagen. Kokain und Cannabis, das waren die Drogen, die ich täglich konsumiert habe, dann überwiegend. Ja. Ja, das ging gar nicht. Das war, konnte nicht schlafen, hab geschwitzt, konnte mich nicht konzentrieren, war aggressiv gewesen, hab auch komplett emotional den Faden verloren, hab geweint, richtig geweint. So kannte ich gar nicht von mir. Das habe ich jahrelang unterdrückt. Emotional ein bisschen abgestumpft gewesen, auch vom Kokain. Nicht so die Gefühle rangelassen, und auf einmal konnte ich sie nicht mehr unterdrücken und dann kamen sie alle raus. Das war echt heftig, das war, muss ich sagen, das war krass. Und auch die anderen Leute, die mit mir in der Entgiftung waren, so zu sehen, dass die auch dieselben Problematiken haben, aber andere Geschichten. Und da konnte ich dann wieder mit arbeiten. Das war, dass das bergauf geht und dass das auch nicht so lange dauert. Das ist irgendwann, das ist die Anfangsphase halt, ne, wenn man aufhört, dass das ein bisschen schwerer ist, aber danach ging es eigentlich recht gut.